Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks zum AT-Alltag am Montag. Wir sitzen heute in der T-92, wieder Tier 10 Artillerie, diesmal der Amerikaner. Letzte Woche haben wir ja die Franzosen-Arti gesehen, mit der ich nicht so ganz, naja, irgendwie zufrieden war. Die hier ist von der Charakteristik komplett anders, hat auch so ihre Tücken. Denn bei der ist das Problem, sie ist relativ ungenau. Sie hat einen relativ langen Reload. Gut, das hat die Badgett 10er Arti der Franzosen natürlich auch. Aber die hat das Magazin. Die kann also dann doch gefühlt irgendwie, kannst du öfters was machen. Bei der ist es so, wenn du geschossen hast, stehst du über 40 Sekunden im Reload rum. Und musst dann halt hoffen, dass den Schuss, den du da genommen hast, dass der auf jeden Fall auch Bums macht. Oder halt Rums macht. Oder, naja, ihr wisst, was ich meine. Denn dann steht man halt erstmal rum, ne? Und macht halt nichts. So. Ich versuche hier hinten in die Ecke reinzukommen. Oder erstmal irgendwie auf den Conqueror, falls der nochmal aufgeht. Und mich dann Schritt für Schritt zurück zu bewegen. So, der war irgendwo hier offen. Auf den Light versuche ich es erst gar nicht. Also, die hat einen deutlich höheren Splash-Radius. Die hat deutlich mehr Alpha. Und ich glaube auch die Pen-Werte. Wir gucken mal drauf. Jo, die sind besser. Halt, jetzt muss ich erstmal auf die Grille hier aimen. Ich muss erstmal kurz aufs Gameplay konzentrieren. So. Ja, gut. Nur gestunt. Wir gucken mal nochmal drauf. Pen-Werte von 60, ne? Also, wir überlegen nochmal kurz. Letzte Woche waren es, glaube ich, 48. Und das ist hier natürlich was, was man gerne sieht. Das hätte ich ein bisschen eher sehen sollen. Denn mit der Artillerie will man genau sowas haben. Durch den hohen Splash und auch den hohen Alpha sind solche Gruppierungen von Panzern wirklich richtig nice. Denn dann tut's richtig weh, wenn man trifft. So, da ist der Conqueror, da ist der Indian-Panzer. Ja, fahrt mal ein bisschen kuscheln. Oh ja, oh ja. So, jetzt bin ich gespannt. Genau das meine ich. Und da kann man den Gegner schon richtig ärgern. Wenn jetzt das eigene Team mal noch irgendwie Schaden machen würde und wir Profit davon ziehen könnten, weil wir sie gestunt haben, wäre das sehr schön. Ansonsten gucken wir mal hier unten, wie es da aussieht. Da haben wir ein Objekt und auch einen Conqueror, der sogar One-Shot ist. Wenn wir ihn also treffen, könnten wir den rausnehmen. Da könnten wir hier schon mal eine Kanone vom Gegner wegnehmen. Auch wenn das natürlich ein Schuss ist mit so einem hohen Alpha-Werten. Ach, das Objekt ist auch One-Shot. Ja, schade. Wir deuten mal an, dass wir hier hinschießen wollen. Vielleicht spottet ja irgendjemand was für uns. Das wäre nice, dass wir einen der beiden rauskriegen. Na, Mutz. Oder was steht hier noch? Conqueror. Oh ja, guck mal da. So, Schuss fliegt. Nein! Ach, das ist genau das, was man nicht braucht. Ich sag auch noch, ich will da hinschießen. Und naja, gut. Sie begnügen sich halt nicht damit zu spotten. Sie wollen den Schaden halt selber machen. So, da komme ich nicht hin. Wir sind hier in einem Angriffsgefecht. So. So, der Conqueror hier. Der nochmal aufgehen würde. Den Light will ich halt nicht schießen. Weil man nie weiß, wo der hinfährt. So, komme ich auf die hier unten eigentlich? Ja, tatsächlich. Super Pershing. Grille. Wir müssen hier in die. Jetzt hat es der T49 tatsächlich über die Böschung geschafft. Wir müssen irgendwo hier hinfahren. Oder komme ich auf den T57 drauf? Auf den komme ich auch. Aimen wir doch mal auf ihn. Auf den Löwe hier und auf den. Was ist das? Auf Conqueror. Komme ich nicht. So. Naja, wir dürften ihn gesplasht haben. So, der Ferdinand ist offen gewesen. Die stehen alle safe für mich.
Wie gesagt, hier an die Flucht könnten wir reinschießen. Da ist der T-57. Ah, der steht gar nicht so schlecht. Vielleicht können wir den ja sogar rausnehmen. Ah, oder die Granate bleibt am Haus hängen. Das kann auch passieren. Der müsste einen Meter weiter vorfahren. Sehr gewagter Schuss. Wir schießen mal daneben. Oh, nee. Und dann schießt den wieder einer 2 Sekunden vorher ab. Ach, das ist ätzend. Ach, das ist echt ätzend. Das macht keinen Spaß so. Also, gut, diesmal habe ich nicht angedeutet, dass ich da hinschießen will. Aber das ist genau das Problem, was man halt mit der 10er-Badget nicht unbedingt hat. Man hat halt immer noch eine Granate, vermutlich. Also, wenn einer von den 3 Granaten mal vorbeigeht, dann ist das jetzt nicht kein Weltuntergang. Hier ist es schon sehr ärgerlich. Da man halt jedes Mal 40 Sekunden rumsteht. So, wir müssen langsam mal anfangen, ein paar Kanonen rauszunehmen. 8 zu 9 steht's. Und ich hoffe, der Conqueror kommt jetzt nicht auf die Idee, in die Stadt zu fahren. So, können wir ihn dort treffen? Ja, vermutlich gestunt oder so. So, Super Kong, nicht Super Kong, sondern also Super Pershing. Grille ziehen sich jetzt hier wieder zurück. Ich bleib da mal eingeaimt. Ne, was war das? War das eine Grille? Ich hab's gerade gar nicht. Gerade das sieht man's. Ne, es war irgendein Medium. Ich dachte, das war ein TD. So, da kann ich jetzt wieder nicht hinwirken. Da kann ich hinwirken. Sie wären beide raus gewesen. Alter Falter. Ja, Anchi, ne? Also großartigst. Und jetzt müssen wir zugucken, wie unser Team hier so ein bisschen zerlegt wird. Scheiße. Scheiße. Ja, der Indienpanzer hätte raus sein können. Oh Gott. So, 5 Sekunden. Bleibt irgendwas davon offen? Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Ach, wir machen vermutlich nicht mal 1000 Damage. Und am Ende verlieren wir hier die Runde. Scheiße. Da hinten ist die Gegner-Arti. Ja, unsere eigene. Ja, unser eigener. Ach komm. Okay. Ja, hallo, Badget. Ich habe noch 15 Sekunden. Feuererlaubnis erteilt. Wir haben das Ziel verloren. Tja. Die macht jetzt schön hier. Gut. Einfach lange genug gewartet. Jetzt wird uns gleich die 10er-Arti rausknipserinon und tja. Das war's dann mit der Runde. Der lustigste Schuss war am Ende auf den Light. Ehrlich gesagt frage ich mich, warum die Gegner nicht kommen. Der Conqueror und die Grille. Der Conqueror hat auf jeden Fall noch genug Hitpoints für mich. Und die Badget-Arti ist wohl gerade am Nachladen. Da ist die Grille. Na komm, nimm mich raus. Danke. Aha, die Grille kommt nicht durch. Der Conqueror hat es am Ende gemacht. Nun gut. Am Ende ist es halt immer Artillerie und es ist immer RNG und man kann halt irgendwie noch so gut aimen. 2 Panzer hätten raus sein müssen, die Low-Life-Teile. Wir hatten Pech, dass auch bei 2 Schuss unser Team in der Sekunde davor uns den Kill wegnimmt. Dadurch verlieren wir auch nochmal Damage. Und das führt dazu, dass wir am Ende hier mit 1500 Schadenspunkten vom Schlachtfeld gehen. Das ist sogar noch irgendwie Platz 5. 2 Kills haben wir gemacht. Es ist witzig. Es wären 4 Kills mehr drin gewesen. Der Conqueror. Ich glaube nochmal der Conqueror. Und die beiden Mates, die Lowlife waren. Das sind 4 Kills. Wir hätten ja also hier einen Krieger machen können. Nicht schlecht. 29.000 minus aufgrund dadurch, dass wir komplett zerstört waren und die Munitionskosten trotz Standard-HE relativ hoch sind. Stun machen wir so gut wie nichts, beziehungsweise zieht unser Team dadurch keinen Profit und am Ende sind es 435 Erfahrungspunkte.
Warum bin ich schon wieder nicht zufrieden? Weil einfach der RNG-Faktor mal wieder so dermaßen zugeschlagen hat und wir einfach in der Runde so Pech haben, dass es einfach nicht wirklich spaßig war. Wir schauen in eine zweite Runde mit der T92. So, zweite Runde in der T92 und ich nehme die zweite Runde ein paar Tage später auf, beziehungsweise ich nehme die zweite Runde nochmal auf, weil mir die erste Runde einfach nicht gefallen hat und ich dachte, ach komm, wir versuchen es einfach nochmal. Top-Tier-Gefecht auf Minen. Nicht unbedingt die optimalste Arti-Map. Problem ist hier einfach, dass sie halt klein ist. Das ist halt das nicht Optimale. Ansonsten will ich mich über Minen gar nicht beschweren, wobei ich gerne lieber auf der anderen Seite starte als Arti. Da kann man sich wirklich wunderbar auf A1 hinstellen und kann sich auch besser Arti-Safe stellen. Aber gut, wir schauen mal, was wir hier machen können. Wie gesagt, wir haben ein großes Rohr, wir haben richtig viel Alpha-Schaden und wir müssen einfach nur die Granaten ins Ziel bringen. So, hier komme ich schon mal nicht hin und leider habe ich immer noch Nachladezeit. So, 7 Sekunden auf den AMX 65 Tonner, der jetzt leider zugeht, dann nehmen wir den T30. So, der hoffentlich genau in den Schuss reinfährt. Jawohl, der hat zumindest gesplashed, der hat ziemlich genau getroffen, also brauchen wir uns jetzt keine Sorgen zu machen. Ja, und jetzt natürlich ewige Reload-Zeit. Unser T10 wird da auch ganz gut behakt. Drüben auf der Insel schon ein AMX. Den kann man durchaus sogar durchschlagen. Auf den T30 bekommen wir sogar nochmal Support-Damage. Oh, Leute. Scorpion G, ernsthaft? In 10 Sekunden? Oder der AMX ins Heck? In 4 Sekunden. Okay, wir nehmen den AMX. Er bleibt so, wie es aussieht. Stehen ist im Reload. Den nehme ich jetzt auch blind, den Schuss. Jawohl, der hat voll getroffen. Der hat voll getroffen. Ich versuche mich hier ein bisschen Arti-safe zu stellen. Was sagt der da? Achso, er benötigt Hilfe der 1305. Ich bin aber leider noch im Reload. Kommen wir auf den WZ drauf? Ja, wir kommen auch auf den WZ. Ich aim mal so, dass ich auf die Insel komme. 12 Sekunden. Ja, lange Einzielzeit, langer Reload und nicht so genaue Kanone. Dafür natürlich ein Monster-Splash und auch richtig viel Damage. So, den können wir sogar, den könnten wir rauskriegen. So, fährt er rein in den Schuss? Ah, Mist. Schießen wir leider vorbei. Wenn wir den getroffen hätten an der richtigen Stelle, hätte es richtig gerumst. So, an für sich sieht der Berg nicht wirklich geil aus. Ah, aber wir kriegen den Support Damage. Er geht raus. Nice. So, der T30. Oder eventuell der Borsig auf dem Berg, wenn er aufgeht. Auf die Lorraine. Guck ich mal. Komme ich nicht. Auf den komme ich nicht. T30, wenn er wieder aufgeht. Ich kündige mal an, dass ich dort eingezielt bin. Das Objekt 430 rechts steht mir tatsächlich ein bisschen zu tief. Und man muss halt mit der Arti ein bisschen Geduld haben. Ah, Mist, jetzt geht der Conqueror raus. Damit werden wir den T30 nicht nochmal spotten können. Vielleicht auf das Objekt. Ah ja, auf das Objekt kommen wir. Jawohl, und das sind genau diese Schüsse mit der T92. Wo es richtig rumst, wenn man trifft. Also wir sehen auch hier 665 Schaden. Das habe ich in der GWE 100 noch nicht gesehen. Das habe ich in der 10er Badjet Arti nicht gesehen. Da haben wir ja letzte Woche ziemlich den Rant losgelassen. Das sieht man tatsächlich nicht ganz so oft. So, jetzt wollen wir dem Light da drüben nochmal helfen. Sagen ihm mal, dass wir da in 10 Sekunden schießen können. Vielleicht kriegt er den Centurion oder den Scorpion G nochmal auf. Can't hit him. Ich kann dann... Okay, nice. Ah, wir haben ihn nicht voll getroffen, aber 408 auf den Scorpion G. Daran sehen wir, wie schlecht seine Panzerung ist. Aber leider geht unser Light jetzt da drüben raus.
Und auf den Hill komme ich halt nicht. Das ist das Problem. So, Scorpion G ist da wieder zu. Da ist auch niemand mehr, der spotten kann. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, jetzt wird schon wieder gerantet. So, können wir auf den Light eventuell... Na, halt, falsche Richtung. Der geht raus. Auf die Lorraine komme ich nur, wenn sie irgendwo hier hinfährt. Ich glaube, das weiß die auch. Es steht 6 zu 8. Es müssten mal ein paar Kanonen rausgehen. Auf den Light komme ich nicht. Die Lorraine. Ne, da komme ich auch nicht ran. Da ist der Light. Da habe ich zu spät reagiert. Die Lorraine. Boah, Mist. Da fliegt die Granate zu kurz. Schade. Die Runde sieht nicht wirklich gut aus. Das Objekt eventuell. Nicht von hier aus. Da muss ich weiter zurückfahren. Jetzt könnte ich es treffen. Den Light. Komme ich da hin? Oh, das Objekt ist da eher lukrativer. So, fährt das runter oder bleibt das oben? Das bleibt oben. 5 Sekunden. Bleib da bitte stehen, liebes Objekt. Ich kann dich da wunderbar treffen. Ja, der hat wieder voll getroffen auf das Objekt. Trotzdem sind es jetzt zu viele Kanonen. Das Objekt 430 drüben, das steht immer noch bei 10, 8, 10, 9 rum. Macht dort im Grunde gar nichts. Und jetzt können wir nur versuchen, hier irgendwie auf den Scorpion G zu kommen. Den Type, da... Gut, das Objekt, was dort steht, der TD, der kann überhaupt den Scorpion G nicht spotten. Kommen wir eventuell, wenn wir hier ein Stück weiter nach links fahren, auf den Löwe oder auf den Event drauf. Oder vielleicht sogar nochmal auf das Objekt. Der Löwe. Ne, das ist nicht treffbar. Dann das Objekt. Dann müssen wir uns aber drehen und erstmal einziehen. Und jetzt vermutlich einen... Ja. Einen Snapshot wagen, der dann leider nicht trifft. Und jetzt sind wir es. Sind wir alleine. Ja, was soll ich machen, wenn ich nicht treffe? Das ist der RNG. Type 61. Da kannst du dich beschweren, wie du willst. Das ist RNG. Ja, da kommt der kleine Light. Schießt einmal vorbei. Lol. Ja, der ist jetzt leer. Und dann macht das Objekt 140 uns kalt. Tja, was soll ich sagen? Das ist halt RNG. Wir hätten das Objekt locker noch rausnehmen können, wenn halt der RNG in dem Moment gesagt hätte, okay, wir treffen halt, aber das ist halt auch das Problem mit der T92. Man muss ein bisschen Geduld haben, man muss vielleicht auf ein Ziel eingeaimt bleiben und dann hoffen, dass der RNG halt auch mal trifft. Und wie gesagt, die Einzielzeit, die ist halt langsam mit der Arti. Das ist ja schon ein bisschen anders als mit der Badget, mit der 10er Badget Arti. So, was wird mir jetzt hier vorgeschlagen? Tipp des Tages. Ja, Fußball, schön, brauche ich nicht. Wir verlieren die Runde jetzt. Schade. Machen insgesamt 2900 Schaden, sind damit sogar der Beste aus unserem Team. Also, wir haben schon gut getroffen. Ne? Wir gucken mal, das Objekt treffen wir zweimal für 1200. Den AMX, den haben wir auch blind getroffen für 574. Das hat sich auch wirklich gelohnt, der AMX. 244, den T30 war auch blind. 413 blind auf den T30. Die 408 auf den Scorpion. Und guck mal einer an, 14 auf den Even. Das war, glaube ich, der Rammschaden. Creditpunkte technisch machen wir 20.000 minus, weil... Ach, wegen der Munition. Okay, ich wollte schon sagen, also Verbrauchsgüter hatten wir jetzt keine benutzt. Munition, wie ihr seht, sehr teuer. 30.000 Credits und ich habe jetzt... Also entweder habe ich... Nee, ich habe ja nur zwei Premium HE dabei. Also das war hauptsächlich Standardmunition. Ich glaube, ich habe keine einzige von den Premium verschossen. Der einzige Vorteil ist halt auch nur 1 Meter Reichweite, was den Splash-Radius angeht. Dementsprechend machen wir 10.000 Credits minus. Trotz Premium-Account, 387 Erfahrungspunkte. Wir machen selber sehr viel Schaden, aber unser Team kann aus dem Stun, den wir verursachen, nicht wirklich viel ziehen. Da machen wir hier nur 610, das ist ein bisschen dünn, muss man sagen. Und 153 Sekunden Betäubungszeit, da würde ich sagen, da gut, wenn man halt keine Fahrzeuggruppen kriegt, wo es sich dann ein bisschen aufsummiert, da kommt dann am Ende nicht mehr bei raus. Aber gut, die Runde ist ein bisschen besser als das, was ich schon mal aufgenommen hatte. Trotzdem schade. Ich glaube, mit der ist durchaus mehr drin. Ne? Gerade der, also der, die lebt davon, dass die Runde eine Weile läuft. Dass man halt den langen Reload ein bisschen
ja, dass man diesen Nachteil ja ein bisschen wegbekommt, weil man dann halt einfach ein paar Schüsse anbringen kann. Und wenn man nicht genau trifft, ist das bei der auch nicht so schlimm, denn sie hat einen extremen Splash-Radius und macht halt auch wirklich Bums. Und wenn sie wirklich richtig trifft, dann tut's auf jeden Fall weh. Gefällt mir besser als die 10er Badget-Arty, wobei ich ja auch schon letzte Woche in den Kommentaren dann geschrieben habe unter dem Video, dass ich der auch nochmal eine Chance geben will. Mal gucken, wie es da so läuft. Wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Schreibt eure Meinung zu dieser Arty gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.